In der Natur ist es eigentlich ganz anders. Da sind die nämlich in Baumhöhlen, im Wald, in so 5-6 Meter Höhe. Deswegen sind diese Bienenstöcke eigentlich total unnatürlich für die Bienen. Und das ist für die fast schon eine Quälerei. Die Kästen sind ja auch eigentlich so gebaut, dass der Imker die perfekt ausbeuten kann. Also da wird nicht drauf geschaut, dass es den Bienen gut geht, sondern wie kann ich maximal da den Honig rausholen? Ich will ja so nicht imkern. Ich will den Bienen ja was Gutes tun. Deswegen habe ich mir alles ausprobiert. Ich habe ja Körbe, Klotzbeuten und die ganzen Kästen probiere ich herum. Und habe dann jetzt letztes Jahr einen eigenen Kasten entwickelt. Und zwar ist es der Steez Tower. Der hat jetzt da drin auch schon massiv gebaut. Und da habe ich sozusagen alles connected, was ich herausgefunden habe, was gut für die Bienen ist. Keine Ahnung, ob das jetzt die tolle bienenfreundliche Kiste ist. Ich will das einfach erforschen. Ich will wissen, ob es an dem Kasten liegt oder an den Bienen, weil diese Varroa-Milbe zum Beispiel, kriegen die Imker nicht mehr los. Wir müssen die mit übelsten Säuren behandeln, die Bienenvölker. Ich werde so lange rumforschen und probieren, bis ich irgendwas rausgefunden habe, dass die Bienen wieder ohne uns klarkommen und nicht dauernd irgendwelche Säurebehandlungen brauchen und so. In diesem Sinne, Pechlingers.